Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sonic Colors und ja, in diesem Part werden wir heute den Bosskampf antreten, nachdem wir ja auch erfahren haben, dass die Rips ja wirklich schockiert waren über das, was ja Dr. Eggman vorhat und was Dr. Eggman generell mit den Wisps generell macht, mit ihren Freunden. Und ich würde mal sagen, wir gehen sehr schnell zum Bosskampf und viel Spaß mit der Zwischensequenz. Da sind die Generatoren. Es wird immer schwerer und schwerer, die Dinge zu finden. Verflixt, diese Typen werden auch immer zäher und zäher. Bitte beachten, dass alle Planeten in Eggmans unglaublichen intergalaktischen Vergnügungspark, soweit bekannt, gänzlich im Besitz der Eggman Enterprises stehen. Die unerlaubte Aufnahme von Bild und Ton ist strengstens verboten, ebenso das Abschalten der Generatoren. Vielen Dank. Eggman, ich werde diesen Planeten retten. Und ich werde diese Aliens befreien. Kein Urheberrechtsgesetz des ganzen Universums wird mich davon abhalten. Ergib dich einfach und wir sparen uns eine Menge Zeit, kaputte Roboter. Da will man vernünftig reden. Ja, ich verstoße anscheinend gegen die Urheberrechts, weil ich nehme das ja gerade auf. wir kennen das ja, den Bosskampf. Tatsächlich von Tropical Resort. Auch dort das gleiche Ding. Hoppala. Ja, alles gut. Wollte gerade sagen, das ist das Einzige, was jetzt ist. Hoppala. Ah, verdammt. Ah, das könnte jetzt tatsächlich ein bisschen länger dauern. So, wir nehmen mal gleich mal den Stachel. Hoppala. Dann nehmen wir mal. So. Haben wir schon mal den ersten Hit gemacht. Eieiei, wir dürfen uns natürlich nicht treffen lassen. Zack, da nehmen wir mal gleich die nächste Whiffs Energie mit. Eieiei. Ah, verdammt, okay, das war nicht gut gemacht. Ihr seht es, der ist ein bisschen, also für mich zumindest ein bisschen trickiger. Gerade mit den Laserstrahlen, man muss da wirklich sehr, sehr krass aufpassen. Ah! Dass man sich hier überhaupt nicht erwischen lässt. Aber das Problem hab ja nicht nur ich. Hoffentlich. Also ich habe da zumindest meine Probleme. Aber es geht ja, wenn es einmal funktioniert. Wir müssen jetzt einfach in Bewegung bleiben. Münzen. Einfach Münzen einsammeln, das sowieso. Und dort natürlich ein bisschen timen. Ah, verdammt. Aber es geht ja. Und natürlich auf die Strahlen achten. Ah! Aber ihr seht es, manchmal kriege ich das auch noch nicht so ganz hin. Nein! Nein, ich wollte von dir dazu. Also es könnte jetzt hier wirklich einiges an Versuchen dauern. Aber das zum Beispiel hat ja gut funktioniert. Aua. Okay, wir müssen hier ein bisschen. Wir müssen aufpassen auf jeden Fall auf die Stacheln. So ist es nicht. Wir müssen aufpassen. Das ist klar. Zack, der zweite Schlag. So, jetzt sind wir ein bisschen hier im Schutz tatsächlich. Okay, jetzt bei dem
Dingern, das geht nicht. Wir müssen... Ah, verdammt. Okay, gut. Ja, jetzt ist er natürlich ein bisschen schneller unterwegs. Aua. So, zack, aber jetzt haben wir es doch erledigt. Schönes Ding. Ja, aber ein bisschen, hat ein bisschen gedauert, aber... Wie gesagt, ja, jetzt sind wir hier ganz schnell die Münzen für die Punkte. Eieiei. Na, aber ein bisschen tricky, aber man hat es ja trotzdem noch geschafft. Zeit war abgelaufen, das ist aber egal. Hauptsache, wir haben es geschafft, das ist das Wichtigste. Wir haben 40 Münzen geholt, wir hätten deutlich mehr Punkte rausschlagen können, aber... Naja, ist ja egal, das Wichtigste ist, wir haben es geschafft. Das ist das Wichtigste. Und wir machen gleich mal weiter. Wow, manchmal staune ich echt über mich selbst. Ich hatte tatsächlich Zweifel, ob ich das schaffe. Ach, wer es glaubt, wird selig. Wir beide wussten, wie das endet. Sprichst du mit dem kaputten Roboter, der dich nicht hören kann? Das geht wirklich nur mich und den Roboter was an. Das Wichtige ist doch, dass dieser Planet befreit wurde. Natürlich. Also, da können wir doch das Gespräch mit dem kaputten Roboter vergessen, oder? Nein. Ich wusste, dass du das sagst. Na komm, ich hab dich schon oft die Welt retten sehen. Aber ich hab dich noch nie mit einem Schrotthaufen sprechen sehen. Schee. Ja. Hat man davon, ne, Sonic? Und wir haben jetzt damit Planet Whips beendet, tatsächlich. Und wir werden jetzt die nächste Welt erkunden. Und zwar, wir werden jetzt Asteroid Coaster nehmen. Weil diese Welt ist auch ganz cool. Aber wie gesagt, Aqua, also diese Wasserwelt, möchte ich euch echt zum Schluss sagen. Wir machen jetzt Akt 1, weil wir haben noch, wir haben noch eine Menge Zeit, ne? Das ist ja das Gute. Und wir fahren mit einer Achterbahn. Hallo. Noch ein Grund mehr, diese Map hier cool zu finden. Aber ich muss sagen, jede Welt. Also klar, man hat so seine persönlichen Favorites. Habe ich ja auch. Gerade mit Planet Whips und zack, zack, zack. Spielemarke geholt. Klar, man hat so seine Favorites. So ist es jetzt nicht. Habe ich ja auch. Asteroid Coaster finde ich okay. Werdet ihr sehen, das ist was ganz eigenes, würde ich sogar tatsächlich sagen. No, und jetzt haben wir 9 Whips. Der frisst das hier auf. Und die Steuerung ist dort ein bisschen zäh. Also finde ich tatsächlich ein bisschen komisch. So, zack, zack, zack. Aber es geht noch. Es ist noch okay. Zack, zack. Ja, Spielemarke nicht geholt. Aber das ist ja egal. Und man merkt es, es geht hier sehr, sehr schnell. Also das ist wirklich... Hier geht es ja wirklich um Schlag um Schlag hier weiter. Zack, aber... Gehen wir da gleich mal nach oben. Und wollen wir den Weg? Den habe ich hier tatsächlich im ersten Spieldurchlauf nicht genommen, um ehrlich zu sein. Gut, den werde ich jetzt auch dieses Mal nicht nehmen. Gut, ich könnte jetzt neu starten, aber... Ah, komm. So, wir haben es jetzt aber immer geschafft auf Amazing. Das ist ja auch super. Und zack, und zack, und zack, und zack. So. Okay, jetzt geht's hier ab mit
den Plattform. Eieiei, ihr seht es, man muss aufpassen. Tatsächlich, man muss hier ein bisschen schneller sein. Aber es geht ja. Zack, zack. So, und ihr seht es, der frisst halt wirklich alles auf, der neue Whips. Und da ist das Ziel und wir haben es geschafft. Aber ihr seht schon, in welche Richtung jetzt diese Welt halt tatsächlich geht. Die geht jetzt wirklich mehr in Richtung Schnelligkeit und mehr Springfähigkeit halt, ne? So. Dann machen wir die Punkte. Na, bekommen wir noch Tails? Ja, nee. Dachte, da kommt jetzt noch ein bisschen zu uns rüber gehüpft, aber naja, so ist es demnach nicht. So, dann machen wir auch gleich mal weiter. Und da kommen die neuen Whips und verteilen sich wie gewohnt auf die andere Welten. Weil es könnte sein, dass wir in manchen Leveln tatsächlich diese Dinger brauchen. Die neuen Whips. Deswegen verteilen sie sich. Und ja, wir machen gleich mal direkt weiter, weil wir haben noch eine Menge Zeit auf der Uhr. Und ja, als Sonic bereitet sich schon mal vor und wir sind auch schon bereit. Let's go! Mit Akt 2. So, und jetzt geht's weiter. Wir kauen uns noch manchmal durch und ihr seht es, er wird tatsächlich größer. Der Whips, umso mehr er halt ist. Tatsächlich. Umso mehr ist, dann wird er auch halt umso größer und auch noch stärker. Heilige Scheiße. Okay. Eieiei. Nein. Es war so ein cooler Move. Es war so ein cooler Move und dann kommt das. Den nehmen wir nochmal mit. Der Move ist cool. Oh, die Plattformen, die ja weggehen, sind ja auch kein Problem. Eieiei. Okay, wir müssen. Ja, hier muss man jetzt tatsächlich warten. Hier ist tatsächlich sehr viel Geschwindigkeit und Timing gefragt. So. Aber das geht es, ne? Das wird ja auch tatsächlich bei Sonic Spielen immer kritisiert. Ja, dann bist du immer unterwegs. So. Das wird ja tatsächlich immer kritisiert bei Sonic Spielen, wenn jetzt manchmal sowas kommt. Wo man ja ein bisschen kurz warten muss. Das reißt, sagen ja viele, immer einen aus dem Sonic-Erlebnis raus. Ja, ich kann die Leute absolut nachvollziehen. Mich stört es auch ein bisschen, weil bei Sonic, wenn ich Sonic höre, muss ich auch gleich halt natürlich an Schnelligkeit denken. Logischerweise. Und da haben wir es. Der wird immer größer, größer. Und wir haben da eine neue rote Münze. Und wie gesagt, wenn ich Sonic höre, muss ich auch immer gleich sofort halt an Schnelligkeit denken, schnellere Levels. Und nicht irgendwie an sowas. Aber da muss ich sagen, da kann ich halt wirklich die Kritik absolut nachvollziehen. Ah, verdammt, okay. Na, schade. Hier muss man tatsächlich ein bisschen. Das habe ich aber auch schon beim ersten Playthrough halt so viele Versuche gehabt. Tatsächlich. So, haben wir hier mal kurz einen Speedrun gemacht. Okay, gut. Mhm. So, haben wir es doch geschafft. Okay.
Ja, wir haben jetzt diesen Weg tatsächlich frei gemacht. Was nicht schlecht ist, also wir haben jetzt eine rote Münze da nochmal easy geholt. Eine ganz einfache. Tatsächlich. So, neuen Weg. Habe gesagt, solche Stellen, wie gesagt, da gebe ich euch allen recht. Die finde ich tatsächlich auch nicht wirklich cool, weil... weiß ich nicht. Das bringt halt wirklich einen wirklich aus diesem Flow heraus, den man tatsächlich hat. Irgendwann bei den Sonic-Spielen. Wie gesagt, da kann ich die Kritik absolut nachvollziehen. Tatsächlich. Nein. So. Oh, ja. Nein, ich hab doch. Okay, wir müssen jetzt anscheinend doch alles nochmal neu machen. Ah, komm. Nicht auf die Staffel. Immer wieder die Spielemarke. So. Nochmal eine Spielemarke. Tatsächlich. Runterfahren. Ah, ich hoffe, euch geht es noch weiterhin gut. Habt trotzdem noch weiterhin Spaß gerade mit diesem Video. Auch wenn es jetzt gerade ein bisschen fällig ist, aber naja. Gibt Schlimmeres, ne? Oh, die rote Münze, die haben wir ja schon eingesammelt. Aber diese Passage, na, die stört mich jetzt auch gerade halt ein bisschen. Okay, erstmal kurz warten. So. Okay, den müssen wir noch irgendwie. Ja. Nein, das war gerade ein bisschen zu schnell. Egal. So. Ah, das ist eine rote Münze, aber die werden wir ignorieren. Wie beim letzten Mal. Aber wir haben es geschafft. Ist doch alles gut. Ah, verdammt. Ah, das ist jetzt... Na, das war jetzt ein dummer Fehler. Das war tatsächlich echt ein dummer Fehler. Aber ich werde gucken, ihr werdet es wahrscheinlich im Video sehen. Vielleicht werde ich es irgendwie rauscutten oder so, je nachdem. Wenn ihr mir das halt tatsächlich zu lange dauert. Weil jetzt hier die ganze Zeit die ganzen Neuversuche zeigen, muss ja auch nicht sein. Klar. Aber muss ich gucken. Ihr werdet es dann sehen. Ob ich es gecuttet habe oder nicht. Das dann halt. Das würdet ihr dann ja sehen. So, zack. Aber wir haben es geschafft, wir haben ihn erledigt. Also sind mittlerweile echt geübt. Für manche Passagen muss man sagen. So, zack, der geht nach unten. Der kommt jetzt hier. Zack, dann ist er gleich nach oben. Zack. Spielemarke. Ah, das ist auch gleich das Ziel.
Und ja. Ja, wahrscheinlich wollte ich doch nicht platten. Aber wir haben es jetzt geschafft. Das ist doch jetzt die Hauptsache. Wir haben es das Level geschafft. Und ihr habt es gesehen. Schnelligkeit, damit lüge ich nicht, aber es wird halt sehr viel. Also man wird sehr viel ausgebremst. Ja. Kann man jetzt gut finden, kann man jetzt nicht gut finden. Ich persönlich, wie gesagt, ich bin ja jetzt auch kein Fan von, weil wie gesagt, ich möchte schnell durch die Level. Ich möchte mit Sonic wirklich sprinten, möchte ich. Und nicht künstlich aufgehalten werden. Aber naja, wir machen jetzt noch ein Akt und dann würde ich sagen, war es dann auch schon von dieser Folge. Und dann versuchen wir in der nächsten Folge halt wieder durch den Bosskampf durchzugehen. Und sterben jetzt erstmal gleich am Anfang. Nee, aber wir wollen natürlich versuchen gleich mal. Ah, das wollte ich doch gar nicht. So. Aber jetzt doch. Zack. Ich fühle mich halt gerade wirklich ein bisschen. Bin ich ehrlich, gerade ein bisschen nackig ohne. Nein! Okay, wir müssen davon Gebrauch machen. Weil das ist das Problem. Man hat jetzt hier tatsächlich nur 0 Münzen. So, hier geht's aber auch. Nein! Okay, das war nicht gut. Gut. Aber wir schaffen das. Das kriegen wir hin, tatsächlich. Ah, okay. Okay, okay. Man muss schnell arbeiten. Das machen wir. So. Und dann. So, geht doch. Ja, ihr seht es, das ist jetzt halt wirklich sehr, sehr tricky. So. Oh, wir. Na, verdammt. Ich würde einfach sagen, wir gehen durch mit dem Stachel. Tatsächlich. Mhm. So, zack, zack, zack. Jetzt fühle ich mich jetzt auch nicht mehr so ganz. Ganz knackig, sage ich jetzt mal. So, den Tails, den nehmen wir mal mit. Zack. Und zack. Ah, das Gute ist, ich fühle mich jetzt ein bisschen wohler. Zack, und wir haben es geschafft. Wir haben tatsächlich das Level jetzt geschafft. Ah, ja, ja. War jetzt ein bisschen failiger, aber naja, ich sag's mal so. Wir haben das Wichtigste, wie gesagt, die Wichtigste, das brauche ich auch nicht jedes Mal.
sagen. Aber es geht schneller, auf jeden Fall, tatsächlich. Aber man unterschätzt das tatsächlich immer, dieses Reden und dann noch gleichzeitig zocken. Ich könnte jetzt auch die komplett, ich sag's mal, still sein und mich darauf konzentrieren, aber dann, ne, habt ihr ja dann auch keinen O-Ton. Aber, naja, im nächsten Part würde ich sagen, machen wir dann weiter mit Akt 4 und so wie ich das sehe, haben wir dann nur noch 3 normale Akts und danach könnten wir nächste Woche schon mit dem Boss anfangen. Und ja, dann würde ich sagen, morgen geht es dann weiter mit NHL 22 mit den Playoffs gegen die Montreal Canadiens. Und dann würde ich sagen, nächste Woche Montag und Dienstag hören wir uns dann wieder zu Sonic Colors. Oder ihr hört dann auch meinen Kollegen oder vielmehr dann meinen Bruder Rufen. Der ist dann am Donnerstag, Samstag und am Sonntag wieder dran. Und ja, wie gesagt, von meiner Seite aus, wie gesagt, hört ihr mich am Montag und Dienstag wieder oder halt am Mittwoch. Aber am Donnerstag geht es dann ja weiter mit Rufen. Genau wie am Samstag und Sonntag. Da könnt ihr auch vorbeischauen gerne. Und dann würde ich sagen, wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, dann könnt ihr ja auch mal kurz auf, oder könnt ihr ja nochmal im Kanal vorbeischauen. Da gibt es Dutzende Let's Playlists, die wir angefangen haben, angefangene Let's Plays, beendete Let's Plays. Und die Namen stehen auch in den Playlisten, so dass ihr besser einordnen könnt, wer welches Let's Play gemacht hat. Und ja, dann würde ich sagen, sieht man sich spätestens nächste Woche wieder. Und dann würde ich sagen, immer tschüss und bis dann. Ciao.